Ein Thema, das vielleicht einige beschäftigt. Mich eigentlich nicht, aber ich möchte es mal hier klarstellen. Es ist normal, dass es immer wieder Leute gibt, die einen Kommentar da lassen, der eigentlich nicht viel bringt. Also sei es Rumgezappel, sei es Gestammel, sei es kann man nicht schauen und so weiter. Ist alles schön und gut. YouTube ist frei und solange es einigermaßen im Rahmen bleibt, habe ich auch nicht vor, irgendwie was zu zensieren oder zu blocken. Also, wer das Gefühl hat, da muss man einen dummen Spruch hinterlassen, bitteschön. Nochmal zum Klarstellen, ich frage von keinem von euch, also ihr glaubt, ihr habt mich noch nie gehört und sagt, ey, abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt, ich will euch, nein. Wenn ihr abonnieren wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr Lust dazu habt. Wie gesagt, der Kanal ist nicht in erster Linie gedacht, irgendwie kommerziell zu werden. Sondern es ist einfach meine Art und Weise hier, ab und zu Dampf rauszulassen oder ab und zu mal ein bisschen Informationen für andere zu hinterlassen, die vielleicht herkommen wollen oder nicht. Ich habe es schon mal gesagt, ich weiß nicht alles. Bin weder allwissend, noch will ich es sein. Auch über die Philippinen weiß ich nicht alles. Und wo ich keine Ahnung dazu habe, da sage ich auch nichts dazu. Also, da Dating-Apps und so weiter, da müsste man nicht fragen. Ich habe es nicht gebraucht, ich habe es nicht gemacht, ich habe keine Erfahrung damit. Also werde ich auch nichts darüber sagen. Ob es die richtige Methode ist, jemanden kennenzulernen oder nicht, muss jeder selber wissen. Also ich habe es in der Schweiz, habe ich glaube ich auch mal probiert, aber nein. Meine Bekanntschaften habe ich halt meistens im Ausland gemacht und ja, anderes Thema dazu. Drum eben, also wer das Gefühl hat, also muss man hier irgendeinen scheiß Kommentar hinterlassen, bitteschön, das ist ihm überlassen. Solange es einigermaßen im Rahmen bleibt, lasse ich den auch stehen. Das stört mich jetzt nicht. Ich muss keinen reinen Kanal haben. Wenn ich eins gelernt habe vor sehr, sehr langer Zeit, ist, man kann es nicht jedem recht machen. Und das habe ich auch nicht vor. Also wer jetzt das Gefühl hat, meinem Kanal, ich bediene jeden. Nö. Wem es passt, der soll das hier bleiben, der soll hier sein. Wenn es nicht passt, der soll gehen. Das ist ganz simpel und einfach. Also das einfach zu dem Thema. Ja, blöde Sprüche, ja. Ich versuche einen blöden Spruch zurückzumachen, wenn es geht. Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Mein Sarkasmus ist doch schon ein bisschen länger her. Aber so ist es halt.